Abend alle zusammen an den verschiedensten Orten, teilweise ein bisschen draußen, ein bisschen drin, das Spiel zusammen geschaut, natürlich auch auf die richtige Karte gesetzt, sprich auf dieses Spiel war ja so ein bisschen wahrscheinlich, dass es einer von den beiden wird. Am Ende ist dann Dänemark geworden und nein, wir haben es angeguckt, war ein heiß umkämpftes Spiel, war ja zu erwarten und am Ende war sicherlich Dänemark, sicherlich den kleinen Tick besser und ist jetzt verdient im Achtelfinale. Dann wäre das schon mal geklärt. Ich kann mir vorstellen, ihr habt weitere Fragen. Wir starten hier rechts mit Oliver Mucher. Hallo Herr Völler. Dänemark hat bisher noch kein Spiel gewonnen, aber auch noch keins verloren. Was sind denn die Stärken und Schwächen der Mannschaft aus Ihrer Sicht? Danke. Ja, die auch gestern zu sehen waren. Ist ja eine sehr körperbetonte, robuste Mannschaft, die sicherlich es jedem Gegner schwer macht, die Chancen zu kreieren. Unglaublich kopfballstark, auch bei Standardsituationen. Natürlich auch tun sich teilweise ein bisschen schwer, selbst dann Tore zu erzielen. Aber natürlich immer gefährlich. Ein brandgefährlicher Gegner, das wissen wir. Aber nichtsdestotrotz, den Optimismus und vor allem auch dieses Selbstvertrauen, das haben wir uns auch redlich verdient nach den 3 Vorrundenspielen. Also diese Zuversicht, dass wir in die nächste Runde reinfliegen wollen, die haben wir auf jeden Fall. Dann gehen wir hier in die zweite Reihe, Henrik Jacobs und Klaus Bergmann. Hallo Herr Völler, es geht Samstag nach Dortmund. An das Stadion haben Sie ja gute Erinnerungen. Letztes Jahr gegen Frankreich, 2001 Ukraine-Playoffs, 2006 erinnern Sie sich mit Sicherheit auch dran. Welche Kraft kann dieses Stadion der Mannschaft geben? Worauf freuen Sie sich am Samstag in Dortmund? Ja, gut erklärt schon. Also ich freue mich riesig drauf. Das war aber bei uns allen so. Also deshalb kam bei uns ja auch nie nur ein Hauch der Diskussion auf in der letzten Woche, irgendwie zu spekulieren, ob wir Erster oder Zweiter werden. Ganz klar, unser Ziel war, Gruppensieger zu werden, um dann im Achtelfinale, egal gegen wen, dann in Dortmund zu spielen, die Atmosphäre mitzunehmen. Das ist ja das, was uns auch schon seit in der ganzen Zeit, dass wir hier sind, oder nach dem ersten Spiel dann auch trägt. Also diese Euphorie, die ja wirklich mittlerweile da ist, bei Jung und Alt in unserem Land, wie die Menschen mitgehen, wie die mitfeiern, das kriegen wir natürlich mit. Und es hilft natürlich auch, Dinge gut einzuschätzen. Genauso gut einzuschätzen auch die Gruppenphase, die wir gespielt haben. Wir haben sicherlich mit einem überragenden Spiel begonnen. Das ist auch nicht alltäglich. Das hat natürlich geholfen für die gute Stimmung, dass wir hoch gewonnen haben im ersten Spiel gegen die Schotten. Aber auch das konnten wir gut einordnen. Wir wussten auch danach, dass es sicherlich dann Gegner und Spiele geben wird, wo es auch ein bisschen schwieriger wird, wo es auch vielleicht teilweise auch zwischendurch mal ein bisschen holpriger wird. Aber da konnten wir immer realistisch mit umgehen. Deshalb ab. Das gilt natürlich auch für andere Verbände. Ich weiß, es gibt ja sicherlich Nationalmannschaften, die jetzt in der Vorrunde nicht so überzeugt haben und trotzdem im Achtelfinale sind. Dann gibt es Nationalmannschaften, die extremst überzeugt haben. Aber das alles, das habe ich in diesen vielen Jahren gelernt, das zählt jetzt alles nicht mehr. Jetzt zählt es nur noch, jetzt ist ein neuer Wettbewerb praktisch. Jetzt ist K.O.-System, Achtelfinale und jetzt zählt es. Und wir sind gewappnet. Ja, nehmen Sie erstmal einen Schluck, Herr Völler, grüße Sie. Sie haben ja nun einiges auch selbst schon mit Dänemark erlebt, schon lange her. Aber wie sind Ihre Gedanken daran, 86, 88 und 92, die Urlaubertruppe aus Dänemark? Und können Sie auch mal ein Update zu Antonio Rüdiger sehen? Werden wir ihn auch in Dortmund auf dem Platz sehen? Ja, fangen wir direkt mit Toni an. Toni hat heute Morgen eine kleine Laufeinheit gemacht, was ja so ein bisschen zu erwarten war nach so einer leichten Zerrung. Und wie es so schön heißt, das müssen wir jetzt von Tag zu Tag, müssen wir es einfach beobachten, abwarten. Es wird am Ende, wird der Toni zusammen mit dem Trainer und mit der medizinischen Abteilung entscheiden, die natürlich, wie das immer so ist bei solchen Turnieren, das überragend gut macht, jetzt ihn behandelt, 2 oder 3 Mal täglich, um das natürlich dann hinzubekommen für Samstagabend. Aber im Moment ist natürlich noch zu früh da, irgendwas Endgültiges zu sagen. Im Moment, wie gesagt, heute Morgen eine gute Laufeinheit und morgen übermorgen wird man dann sehen. Das Zweite, ja, meine Erfahrung mit den Dänen, ja, wer sich erinnert, das war ja meine aktive Zeit als Spieler, waren dreimal einander keine Siege, ne? Aber das waren andere Zeiten.
Ja, weil man 92 war, besonders bitter für mich, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. War ja mir im ersten Spiel in Schweden bei der EM den Arm gebrochen. Wurde operiert, dann konnte nicht mehr eingreifen, bin dann zum Endspiel eingeflogen, versucht als Glücksbringer dann auf der Bank noch, dass wir das Endspiel gewinnen, aber die Dänen waren damals gut, muss man korrekterweise sagen, und sind verdient Europameister geworden. Aber das sind ja alles Dinge, die sind schon, ja, Lichtjahre zurück, deshalb, wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel und ich kann nur sagen, wir sind fokussiert, mit allem Respekt von der dänischen Mannschaft, der logischerweise ja da ist, ist ja klar, das ist eine gute Mannschaft. Aber wir wollen natürlich ins Viertelfinale. Dann gehen wir hier in die Mitte zu Felix Mansel. Hallo. Was wissen Sie von und über Dänemark außerhalb vom Fußball? Waren Sie mal da, beziehungsweise vielleicht auch Mentalität, Land und Leute? Und in Verteidigung haben Sie ja schon gesagt, aber Sie hätten dann vielleicht auch eine Idee, wer, wenn Rüdiger nicht spielen könnte, da zum Einsatz kommen könnte? Ja, zur ersten Frage, ja, da ich familiäre Verhältnisse habe, die mehr gegen den Süden gehen, sind meine Gedanken dann weniger in den Norden. Ne? Das endet dann bei Werder Bremen, also in Bremen dann, der Norden. Der Rest, ja, wie gesagt, das hängt jetzt alles ein bisschen von Toni ab und von der Trainerentscheidung oder der medizinischen Abteilung. Und danach, und das ist ja auch, das hat Julian Nagelsmann oder auch sein Trainerteam ja immer wieder gesagt, wir haben so einen tollen Teamspirit hier und der ist wichtig. Und der ist vor allem dann wichtig, das darf auch nicht gespielt sein, der ist dann wichtig, wenn dann wichtige Spiele ausfallen sollten. Ein wichtiger Spieler, der fällt ja definitiv aus, ist Jonathan Tah durch die Gelbsperre. Und selbst wenn es dann für Toni nicht reichen würde, sind dahinter Spieler, die so große Qualität haben, haben wir alle überhaupt keine negativen Gedanken, dass das nicht gut gehen könnte. Egal, wer dann spielt, Schlotterbeck, der eine tolle nach der Einwechslung toll gespielt hat, auch eine tolle Rückrunde gespielt hat bei Borussia Dortmund. Anton, klar, ich weiß nicht, wie viele Vereine an ihm interessiert waren. Jetzt, ich weiß, mein alter Verein bei Leverkusen hätte ihn auch gerne gehabt. Hat sich letztendlich dann für Dortmund entschieden. Also das sind Dinge, da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass da irgendwas schieflaufen sollte. Dann wechseln wir einmal die Seite. Christian Falke vorne. Rudi, Yannick Westergaard hat sehr selbstbewusst gesagt, Deutschland ist machbar, definitiv. Was denkst du drüber, über so einen selbstbewussten Spruch von den Dänen? Und ist es vielleicht dann doch eine kleine Parallele zu 92, wo die wirklich so unbekümmert da in das Spiel gegangen sind? Ist vielleicht da noch so ein gewisser Zusammenhang? Ja, aber was soll er denn sagen? Ich meine, in einem Achtelfinale, man muss ja sagen, das ist ja richtig so. Ne? Warum sollen sie sich verstecken? Ich habe es ja gerade gesagt, Dänemark hat eine gute Mannschaft, einen sehr guten Trainer, den kenne ich gut. Der wird sie gut einstellen mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Aber unser Trainerteam, Julian, wird sich darauf einstellen. Wir werden aber trotzdem unser Spiel durchziehen. Und das ist deshalb, wie gesagt, es wird ein schweres Spiel, wie wir es schon die letzten beiden Spiele gesehen haben. Aber total fokussiert. Und wenn wir ein paar Fehler, die wir sicherlich jetzt gemacht haben in dem Spiel in Frankfurt, wenn wir die weglassen, dann werden wir ins Viertelfinale kommen. Wie bitte? Ja, Unbekümmertheit, ja, das ist ja klar, das gehört ja ein bisschen dazu, wenn du jetzt dreimal unentschieden gespielt hast, kommst ins Achtelfinale und es ist ja auch egal, gegen wen die jetzt gespielt hätten. Die Dänen sind wir nicht, wenn die Schweiz jetzt Erster gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich genau das Gleiche gesagt. Deshalb, das muss man sagen, das ist auch okay, ist auch selbstverständlich, aber wir können das gut einordnen. Dann in der Reihe dahinter Günther Klein. Herr Völler, Leroy Sané ist bisher dreimal eingewechselt worden. Er hatte noch keinen großen Einfluss auf das deutsche Spiel. Man weiß ja, er hat diese Schambeinentzündung, die er mit sich rumschleppt. Wie ist aktuell sein gesundheitlicher Status und welche Rolle trauen Sie ihm im Turnierverlauf noch zu? Danke. Ja, das, was wir von Anfang an immer gesagt haben bei Leroy, auch wenn er sicherlich in der Rückrunde in München oft verletzt war, kam ja auch verletzt hierher, hat am Anfang anders trainieren müssen als die anderen Spieler. Aber die Qualität, auch wenn er die vielleicht jetzt in den Spielen, als er reinkam, jetzt so nicht so gezeigt hat, wie es vielleicht oft in München gemacht hat bei den Bayern. Aber trotzdem
ist es eine große Waffe, die wir haben. Und das gilt ja nicht nur für Leroy, das gilt ja auch noch für Maxi Bayer, das gilt für Führich, für Chris Führich. Ich finde, das konnte man auch jetzt wieder sehen in Frankfurt beim Spiel. Wenn du die Möglichkeit hast, nochmal so zu wechseln, in der Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit, nochmal solche guten Tripler und Geschwindigkeit, vor allem auch große, hohe Geschwindigkeit nochmal einwechseln kannst, da wird bei jedem Gegner werden die Antennen ausgefahren und wissen dann, wie schwierig die zu stoppen sind. Gelingt nicht immer alles, aber ich glaube, das kann noch im Laufe des Turniers, ich hoffe, wir sind lange dabei, aber auch jetzt schon am Wochenende kann das eine große Waffe sein. Dann Felix Görner. Hallo Rudi. Hallo. Rudi, das Verhältnis zu Julian ist ja sehr gut. Wie ist Ihr Austausch jetzt in diesen Tagen? Wie eng ist das Verhältnis auch? Und ist das auch schon so aufgrund Ihrer Erfahrung auch so eine Vater-Sohn-Beziehung auch mit Ihrer Erfahrung auch, dass er vielleicht auch manchmal auf einen Ratschlag von Ihnen auch hört? Ja, die Nummer mit Vater-Sohn sollen wir jetzt nicht überbewerten. Das ist eine schöne Geschichte für euch. Wir haben total gutes Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis, offen und ehrlich, das ist ja die Basis bei solchen Verhältnissen und das ist ja auch so gewesen, als ich mit Hansi Flick die paar Monate gemacht habe. Nein, Julian ist ein überragender Trainer, ein junger Trainer noch, aber mit einer großen Erfahrung und macht das bis jetzt außergewöhnlich gut mit seinem Trainerteam, das man auch nicht vergessen darf. Da hat er eine große Unterstützung und ich versuche ihn auch auf meine Art zu unterstützen. Hat natürlich auch das Glück jetzt, wir sind natürlich gut reingekommen in die EM, die Brandherde, die es vielleicht hätte geben können, die gab es bisher nicht, deshalb war es für mich jetzt ein bisschen einfacher in den letzten Wochen, aber klar, wir tauschen uns natürlich aus, ist ja klar. Dann weiter hinten, Anne van Eickels. Hallo Herr Völler, ja? 80 Millionen Bundestrainer diskutieren im Moment so ein bisschen Havertz oder eben nicht Havertz, dementsprechend Füllkrug. 2002 gab es schon mal so eine Diskussion. Immer wieder ist die aufgeploppt, die Stürmerdiskussion 2002 unter Ihrer Zeit. Da war es dann zwischen Janka und Klose. Wie haben Sie das innerhalb der Mannschaft damals gehandelt als Bundestrainer? Und können Sie die aktuelle Diskussion bei den 80 Millionen Bundestrainern und Journalisten auch verstehen? Ja, damals habe ich das relativ einfach geregelt. Ich habe sie beide aufgestellt zu Beginn. Danach im Laufe des Turniers hat Miro permanent getroffen und Carsten ein bisschen weniger. Dann haben wir dann ein bisschen anders gespielt. Im jetzigen Fall ist ja auch relativ einfach. Ich meine, die Quote von Fülle ist sicherlich außergewöhnlich. Ich meine, das ist ja unglaublich, wie er trifft in den Einsatzzeiten, die er hat. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Spieler wie Kai Havertz. Klar, vielleicht bin ich auch ein bisschen befangen, weil Kai ist ja auch mal ein Spieler gewesen in Leverkusen, den wir in jungen Jahren nach Leverkusen geholt haben, der auch ein überragender Fußballer ist. Und auch wenn er vielleicht jetzt außer dem Elfmeter noch kein Tor erzielt hat, aber ist enorm wichtig für die Mannschaft. Die Art und Weise, wie er arbeitet, wie er die Bälle hält vorne, wie er sie fordert, auch trotzdem kopfballstark ist, immer anspielbar ist. Und das merken auch die Mitspieler. Ist ja nicht so, dass du brauchst ja auch einen Mitspieler, einen Stürmer. Und das kann Mittelstürmer, das kann Kai wunderbar lösen, der natürlich nicht der klassische Mittelstürmer ist, wie wir früher mal die Mittelstürmer hatten oder wie es vielleicht der Fülle ist, aber auf seine Art macht er das auch außergewöhnlich gut. Dann wechseln wir nochmal die Seite, Jan-Christian Müller. Ja, Herr Völler, Sie haben immer gesagt, das schwierigste Spiel Ihres Lebens war das gegen die Ukraine in Dortmund. Wie helfen Sie jetzt dem Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem Druck umzugehen? Ja, Julian hat es ganz zu Beginn, als wir uns getroffen haben mit den Spielern, hat eine wunderbare Rede gehalten, hat auch versucht, den Spielern, das ist ja auch wichtig, es geht ja nicht nur um den Trainer, den Trainerstab, sondern auch die Spieler, dass manche nicht erdrückt werden von diesen Stresssituationen, von diesem Druck. Und einfach versucht zu erklären, dass es halt wirklich ein Privileg ist, diesen Druck spüren zu dürfen. Und das haben wir gerade vor dem ersten Spiel, wo der Druck ja wirklich groß war, ist einfach so, bei einer Heim-EM, wo natürlich die Erwartungen riesig sind. Und das haben die Spieler und er auch, haben das wunderbar umgesetzt und einfach diese Stimmung mitzunehmen. Und das ist ja das, was wir schon vor Monaten immer wieder gesagt haben, dass das das Wichtigste sein wird, wie können wir die
die Menschen auf unsere Seite bekommen. Und das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft, das schon durch die Freundschaftsspiele, durch die beiden Topspiele gegen Frankreich und Holland vorher und vor allem durch das Eröffnungsspiel. Und das ist danach hin und wieder mal, klar, gibt es auch mal Phasen im Spiel, wo es halt nicht so gut läuft, aber das erleben ja die anderen Nationen auch hier bei dieser Europameisterschaft, dass nicht alles immer wunderbar läuft. Und das, bis jetzt machen wir das sehr, sehr gut. Und das hängt sicherlich auch mit Julian Nagelsmann zusammen, der Mannschaft auch so ein bisschen diesen extremen Druck genommen hat. Trotzdem, und das wird auch jetzt wieder wichtig sein, trotzdem eine gewisse Anspannung, das war schon beim Eröffnungsspiel so und es wird auch jetzt wieder so sein, in Dortmund gegen die Dänen im Achtelfinale, das ist ein K.O.-Spiel und eine gewisse Anspannung, eine gewisse Nervosität, die gehört einfach dazu und die muss auch da sein. Ohne natürlich Angst zu haben, Fehler zu machen, das ist ja die Basis von allem. Kerry Hau hier in der Mitte. Hallo Herr Völler. Toni Kroos nimmt einen wichtigen Part in dieser Mannschaft ein. Wie erleben Sie ihn und welchen Impact hat er vielleicht auch jetzt mal neben dem Platz für die Spieler, auch in der ganzen Gruppe? Dankeschön. Ja, Toni tritt hier auf dem Platz und auch außerhalb jetzt in der Gruppe, ob wir jetzt die Spiele zusammen gucken oder bei den Mahlzeiten oder zwischendurch bei Sitzungen, wie halt auch auf dem Platz ist. Ne? Strahlt eine enorme Ruhe und Gelassenheit aus, ist ihm nichts anzumerken, eigentlich eine enorme Freude auf dieses Turnier, auch wenn es sicherlich anstrengend ist, auch für ihn, ist ja klar, wie für alle Spieler. Jetzt wird es natürlich auch noch ein Tick heißer, aber das ist ja gewohnt aus Spanien, das wird ihm nichts ausmachen. Nein, deswegen ist er auch zurückgekommen und um hier große Ziele zu erreichen, bis zum Ende dabei zu bleiben. Und Toni ist in jeder Minute fokussiert, aber trotzdem, und das ist ja eine große Gabe auch, nie aufgeregt, immer locker, immer cool. Und das ist wichtig für eine Mannschaft. Dann haben wir Roman Gerd. Hallo Herr Völler, Sie haben ja eben schon so ein bisschen über die Verteilung der Rollen auch im Trainerstab gesprochen. Vielleicht können Sie das nochmal sagen, wie Sie das als ehemaliger Trainer auch sehen, wie diese Rollenverteilung in der Moderne am besten funktionieren. Benji Glück, Sandro Wagner, dann neben Julian Nagelsmann und Anschlussfrage. Es gibt ja auch einen Standardtrainer mit Mats Buttgereit, der ja auch Däne ist und der auch für die Dänen gearbeitet hat. Was sagen Sie zu seiner Rolle? Wie wichtig ist dann dieses Spezialtraining bei Standards und was kann er vielleicht an Hintergrundinfos zu den Dänen noch liefern? Ja, zu der ersten Frage. Klar, in so einem Trainerteam, auch wenn sie sicherlich zu meinen Zeiten ein bisschen kleiner waren, diese Trainerteams, trotzdem sind ja alle ihre Aufgabe, alle wichtig. Klar, Sandro Wagner, Benji Glück, die beiden ersten Co-Trainer, jeder auf seine Art, natürlich anders. Enorm wichtig, die dem Julian zuarbeiten. Torwarttrainer Krone, unser Krone macht das wunderbar mit allen Torhütern, das alles zu managen, die gut zu trainieren. Und darüber hinaus natürlich auch unsere Fitnesscoaches, die auch die Aufwärmarbeiten sind oder auch mit verletzten Spielern zu arbeiten. Das ist enorm wichtig. Ganz zu schweigen von der Physioabteilung. Ich habe es ja gerade vorhin erzählt beim Toni, die mit Jochen Hahn als Arzt und auch alle Physios, die rund um die Uhr für die Spieler da sind, das ist enorm wichtig. Ja, Mats Buttgereit, sicherlich hat er dänische Wurzeln oder ist auch da vor Ort oft. Aber natürlich, der wird alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind, dass wir selbst die guten Standards, die Dänen zweifellos haben, da hat er sich schon darauf vorbereitet, das zu verhindern, dass sie uns ein Tor einschenken und selbst dann was zu erfinden, dass wir weiterhin gefährlich sind bei unseren Standardsituationen, auf jeden Fall. Dann hier vorne Tobias Altscheffel. Hallo Völler, Florian Wirtz hat bei Leverkusen eine überragende Saison gespielt, kann jetzt beim Turnier bisher noch nicht an diese Leistungen anknüpfen. Haben Sie Erklärungen, woran das liegt und würden Sie sagen, der muss trotzdem jedes Mal in der Startelf stehen, weil irgendwann würde er zünden und explodieren? Vielen Dank. Bei Florian ist es ähnlich wie bei Kai. Natürlich habe ich durch meine Leverkusener Vergangenheit ein besonderes Verhältnis zu ihm, aber bei ihm ja noch mehr, weil Florian ist ja ein Genuss, ihn zu erleben, ihn zu sehen bei jeder Trainingseinheit, auch in den Spielen. Jetzt ist halt auch, das ist ja auch so ein bisschen der Fluch der guten Tat bei ihm, wenn du so performt hast, so abgeliefert hast jetzt in Leverkusen im letzten Jahr, dass natürlich so Spiele wie jetzt in Frankfurt bei ihm dann so ein bisschen so durchschnittlich gewertet werden, obwohl er da auch, das vergisst man immer, überragende Momente hatte. Ich erinnere mich an die beste Chance, die wir hatten, glaube ich, von Joshua Kimmich,
in der zweiten Halbzeit, als er wunderbar im Strafraum einige Spieler umdribbelt hat und dann dem Joshua den Ball aufgelegt hat. Oder auch den traumhaften Pass zu Jamal, auch in der zweiten Halbzeit. Natürlich ist sein Spiel immer mit einem gewissen Risiko verbunden, ähnlich wie bei Jamal, aber das ist ja das, was wir brauchen. Diesen Mut, dieses Risiko, auch in die Dribblings zu gehen. Nur dann kannst du natürlich auch jetzt wieder am Wochenende eine Mannschaft, die natürlich sicherlich sehr, sehr kompakt stehen wird, da brauchst du natürlich auch Spieler, die auch hin und wieder ins Dribbling gehen und dann auch die Gegner dann so nass machen, sage ich mal. Und also ich erlebe hier, und das ist schon ein Unterschied zu Florian Wirtz jetzt und vor 6-7 Monaten. Da war er noch so ein bisschen noch nicht so richtig angekommen in der Nationalmannschaft, aber ich merke ihn jetzt auch hier in der Vorbereitung, jetzt auch zwischen den Spielen, wie er mit seinen Mitspielern hier umgeht, wie er in der Kabine ist. Natürlich wird es nie ein Lautsprecher sein, ne? Fühle redet dann etwas mehr, ne? bei solchen Essen, aber Florian ist absolut angekommen. Also der ist ganz nah dran, also nicht dran, der ist einfach dran, der ist ein überragender Fußballer. Und jeder will den sehen. Wir wollen ihn alle sehen. Wie dann am Ende die Aufstellung sein wird, da möchte ich nicht vorgreifen. Aber ich kann mir im Moment schwer vorstellen, dass er nicht aufläuft. Klar. Ich glaube, bevor wir vielleicht noch drei Fragen zum Abschluss haben, weil es gerade so schön passt und ihr dran wart, vielleicht einmal die Präzision. Du wolltest natürlich gerade nicht den Transfer von Waldemar Anton verkünden, sondern Props an die Bild-Zeitung. Da seid ihr Leitmedium, da haben wir es beide gelesen. Genau. Also ich bin halt noch ein bisschen oldschool, hört sich besser an als altmodisch. Und da ich ja auch hin und wieder noch die aufgeschlagene Zeitung lese, irgendwo habe ich gelesen, dass er zu Dortmund geht. Deswegen, also ich wollte hier nichts verkünden, ne? Aber gucken wir mal, was passiert. Ja, mal gucken, was, ob ich recht habe oder nicht. Ne? Gut. Oder ihr. Gut. Dann Sven Voss. Ja, hallo Rudi. Sie sagen, Sie wollen ins Viertelfinale, völlig klar. Wie kann man verhindern, dass die Spieler jetzt schon auf ein mögliches Viertelfinale gegen Spanien schauen? Ja, das gibt es ja so in der Form nicht. Das gab es früher nicht und heutzutage auch nicht. Du weißt genau, dass du erstmal ab der K.O.-Runde, ist ja anders in der Gruppenphase, da weiß man, welche Gegner man dann hat danach. Das weiß man jetzt zwar theoretisch auch, aber auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, erstmal gilt es für uns selbst, unsere Hausaufgaben zu machen, die sind schwer genug, ins Achtelfinale zu kommen. Aber das gilt ja auch für die Spanier. Na, ist ja nicht so, dass Spanien automatisch einen Freilos hat im Achtelfinale. Auch bei aller Qualität, die die haben und wie bombig die das gemacht haben, wirklich in ihren Spielen, ich habe es ja auch gesehen, die waren ja bis jetzt wirklich herausragend. Aber auch für die gilt, erstmal ihr Achtelfinale zu gewinnen. Deshalb tun wir alle gut dran, optimistisch zu sein, fokussiert zu bleiben. Aber natürlich erstmal nur Achtelfinale, ganz klar. Dann hier vorne Julian Wolf. Hallo, Herr Völler. Hallo. Sie haben eben gesagt, die K.O.-Runde, das ist ein komplett neuer Wettbewerb. Jetzt haben Sie einige Spieler im Kader, die das noch nie erlebt haben, also eine K.O.-Runde beim ganz großen Turnier, mit all den Erwartungen, mit all dem Druck, mit all der Spielfreude vielleicht auch. Wie wichtig ist jetzt der Faktor Erfahrung? Ja, es muss ein guter Mix sein. Ne? Klar, wenn du mit solchen Situationen umgehen kannst, ist es natürlich schön, wichtig, wenn du so Erfahrungen hast. Aber am Ende, klar, du musst einfach funktionieren. Du musst guten Fußball spielen, du musst die Zuschauer auf deine Seite ziehen, du musst den Gegner so unter Druck setzen, wie wir es immer gemacht haben. Und ist ja klar, ich meine, bei den letzten Turnieren, beim letzten WM-Turnier hatten wir auch viele erfahrene Spieler in der Mannschaft. Trotzdem haben wir es nicht über die Vorrunde hinaus geschafft und waren nicht mal im Achtelfinale. Deshalb, das ist wichtig, aber auch nicht jetzt entscheidend. Entscheidend ist die Mannschaft, die auf dem Platz steht, die Elf, die auflaufen, dass die von Anfang an alles reinhauen, was es gibt, um zu überzeugen und natürlich auch um Tore zu erzielen. Und auch darüber hinaus am Ende oder im Laufe des Spiels, die reinkommen, auch nochmal, wie wir es jetzt gemacht haben, auch gegen die Schweizer, dann so zu zünden, dass wir erfolgreich sein werden. Und vor allem auch, kann ja auch sein, wieder am Ende des Spiels, das ist überhaupt kein Problem. Auch das ist ja eine große Gabe. Und deshalb war es auch gegen die Schweiz. Ich weiß, es war zwischendurch mal ein bisschen holprig. Und auch danach wurde es auch ein bisschen kritisiert, obwohl ich finde, dass wenn man alle 90 Minuten gesehen hat oder jetzt das komplette Spiel, das war ja sowas von hoch verdient, dass wir noch mindestens unentschieden gespielt haben. Also klar, auch wenn die Schweizer mit ihren
absolut mit ihren Konter, mit ihren schnellen Konterspielen auch mal gefährlich waren. Aber ich glaube schon, dass wir mindestens den einen Punkt hoch verdient hatten. Ne? Hier vorne noch Arne Richter und dann zum Abschluss Peter Ahrens. Hallo, Herr Völler. Ja. Über Toni Kroos haben Sie schon gesprochen. In Manuel Neuer und Thomas Müller sind noch zwei weitere Ex-Weltmeister mit dabei, bei denen man nicht so genau weiß, wie es nach dem Turnier aussieht. Zumindest noch nicht. Vielleicht sorgen wir in der Zeitung, wenn Sie es uns sagen würden. Aber wie erleben Sie die beiden? Letzte Turnierchance vielleicht? Spürt man das, dass Sie so das letzte Hurra haben könnten hier bei dem Turnier? Ja, auch die beiden. Wie für alle anderen auch, aber auch für die beiden. Total entspannt, gut drauf. Manuel Neuer mit seiner Art sicherlich ein bisschen zurückhaltender, Thomas ein bisschen fordernder. Auch Thomas, ich bin gerne jetzt mit Manuel gerne mal mit dem Kaffee zusammen, auch mit Thomas, sich mit ihm zu unterhalten über seine Karriere, die er schon hatte, wie es dann auch weitergeht. Nein, es ist ein absolutes beide absolute Vorbilder. Auch Thomas, der ja eine andere Rolle hat als Manuel, ein absolutes Vorbild hier, wie er sich verhält, wie er der Mannschaft hilft, wie er das auch bei den Bayern schon gemacht hat im letzten Jahr, aber auch jetzt hier den jungen Spielern hilft. Und auch das habe ich gelernt. Hoffentlich kommen wir relativ lange, haben noch viele Spiele. Deshalb gilt es auch für Thomas, der sicherlich noch große Chancen hat zu spielen. Hallo, Herr Völler. Hallo. Wie sehen Sie eigentlich Ihre persönliche Rolle in dieser Mannschaft in diesen Wochen? Also wirken Sie eher atmosphärisch oder sehen Sie sich als Ansprechpartner? Also vielleicht können Sie Ihre eigene Rolle noch mal ein bisschen definieren. Ja, eine gute Frage, ne, weil ich ja schon viele Rollen hatte beim DFB, ne, war ja schon Spieler, Trainer. In der Rolle bei einem Turnier sehe ich noch nicht. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Natürlich ist es mir lieber, so wie es jetzt ist, die ganzen Wochen, dass du ordentliche Freundschaftsspiele hattest vor dem Turnier, dann natürlich ein überragend gutes Eröffnungsspiel. Da ist natürlich meine Rolle, die ist dann mehr, die im Hintergrund ist. Ich bin bewusst dann auch, ich mag das nicht, dann mich als so gespielt irgendwie im Vordergrund zu spielen, sondern das mache ich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie irgendwelche Brände löschen. Aber die gab es bis jetzt nicht. Hoffentlich wird es sie auch nicht geben jetzt am Wochenende. Deshalb beobachte viel, bin in vielen Gesprächen. Das macht mir Spaß. Die Gruppe ist einmalig, die wir hier haben. Und deshalb würde ich mich freuen, nicht nur für mich in meiner neuen Aufgabe oder in dieser Aufgabe, sondern auch für das Trainerteam, für den DFB, auch für die Spieler, dass sie sich für diesen Teamspirit, den sie einfach haben, wenn wir einfach haben in dieser Gruppe, dass wir uns belohnen mit einer sehr, sehr guten Europameisterschaft. Bis jetzt haben wir das gemacht. Hoffentlich geht es so weiter. Ich glaube, das hoffen wir alle. Genau. Und danke an euch, danke an dich, Rudi, und wir freuen uns dann auf morgen.